Die Rückkehr der Atombombe. Das iranische Atomprogramm. Was sind die wissenschaftlichen Fakten? Herzlich willkommen bei Abenteuer Forschung. 1938 wurde die Kernspaltung entdeckt und bereits 7 Jahre später war sie als Bombe im Einsatz. Nie wurde Wissenschaft so schnell zur Waffe. Und damit hatte die Menschheit die Büchse der Pandora geöffnet. Denn für 50 Jahre stand sie unter dem Damoklesschwert der atomaren Selbstzerstörung. Nach dem Ende des Kalten Krieges wuchs die Hoffnung auf ein Ende des atomaren Wahnsinns. Endlich weg mit den Dingern. Und heute? Endlich alles gut? Von wegen. Die Bombe ist wieder da. Täglich erfahren wir vom politischen Tauziehen, denn es sind neue mögliche Atommächte aufgetaucht. Allen voran der Iran. Sie sind der neue Mitspieler am politischen Roulette-Tisch und die alten Supermächte versuchen diese neuen Wilden zu bändigen. Machtfaktor für die einen, Albtraum für die anderen. Die Rückkehr der atomaren Bedrohung. Ein Angriff mit modernen Atomwaffen auf eine Metropole könnte Wirklichkeit werden. Die Folgen würden alles bisher Bekannte in den Schatten stellen. Schon in wenigen Sekunden wären Millionen Menschenleben ausgelöscht. Die Auswirkungen von Fallout und Verstrahlung lassen sich kaum abschätzen. Droht in Zukunft wirklich ein atomarer Anschlag, etwa vom Iran? Westliche Beobachter befürchten, das aggressive Regime strebt nach der Atombombe. Doch was wissen wir wirklich über die technischen Mittel des Iran? Satelliten und Geheimdienste liefern Hinweise. Die Grundlage für eine Atombombe ist Uran. Es kommt heute nur noch in geringen Mengen in Erzen vor. Der Iran verfügt selbst über mehrere Lagerstätten. Darüber hinaus gibt es Vorkommen auf allen Kontinenten, auch in einigen Staaten Afrikas. Hier ist der Abbau viel einfacher als im Iran. Doch das Erz enthält typischerweise lediglich 1% Uran. In einem Säurebad wird das Uran herausgewaschen und trocknet als sogenannter Yellow Cake, zu Deutsch gelber Kuchen. Selbst der ist nur schwach radioaktiv. In dieser Form wird Uran weltweit verschickt. Über 500 Tonnen hat der Iran bisher aus Afrika importiert. Deutlich mehr, als er bisher im eigenen Land fördern konnte. Offiziell benötigt das Land Uran nur für die zivile Nutzung. Das Problem? Atomkraft wie Atomwaffen brauchen dieselbe sehr seltene Sorte Uran. Nur für die Bombe viel reiner. Uran kommt in der Natur als zwei sogenannte Isotope vor. Isotope haben im Kern die gleiche Anzahl Protonen, aber unterschiedlich viele Neutronen. Uran-235 ist nur um 3 Neutronen leichter, aber wesentlich zerfallsfreudiger. Für Atomkraft braucht man bis zu 20% reines Uran-235. Für eine Bombe muss es auf 80% angereichert werden. Dazu braucht es riesige Anlagen. Die beiden Isotope, die bis auf 3 Neutronen identisch sind, unterscheiden sich nur minimal im Gewicht. Daher braucht man Zentrifugen mit wenigstens 60.000 Umdrehungen pro Sekunde, um sie zu trennen. Das leichtere Uran-235 sammelt sich in der Mitte. Erst nach 1000 hintereinander geschalteten Zentrifugen ist es rein genug. Für Satelliten bleiben solche Anlagen aufgrund ihrer Größe kaum verborgen.
Schon 2004 entdeckten Experten auffällige Arbeiten im iranischen Natanz. Riesige Hallen wurden erst mit Beton und dann mit Wüstensand bedeckt. Nach der Enttarnung gab der Iran zu, dass hier Uran angereichert wird. In mittlerweile über 5000 Zentrifugen. Vom hoch angereicherten Uran zur Atombombe ist es nur noch ein kleiner, aber entscheidender technischer Schritt. In einer einfachen Atombombe werden zwei Uranmengen so zusammengebracht, dass genug Masse für eine Kettenreaktion entsteht. Damit die Explosion nicht verpufft, braucht es noch einen Brandbeschleuniger. Eine extra Neutronenquelle sorgt im richtigen Moment für die Zündung des gesamten spaltbaren Materials. Internationale Beobachter wollten wissen, verfügt der Iran über eine solche Neutronenquelle? Bei ihrem Besuch 2005 konnten sie nichts finden. Inzwischen wird die Anlage 2 Kilometer entfernt vermutet. Doch der Iran hat die Gebäude abgerissen und die Erde großflächig abgetragen. Neben den vom Iran offiziell deklarierten Atomanlagen wurden in den vergangenen Jahren mindestens 6 weitere entdeckt. Hinzu kommt, der Iran besitzt weitreichende Raketensysteme. Damit gelang sogar schon der Start eines Satelliten namens OMID, zu Deutsch Hoffnung. Für Europa steht der Name dagegen für die Angst, dass der Iran eines Tages seine technischen Möglichkeiten in die Tat umsetzt. Es gibt keinen Weg zum Frieden, wenn nicht der Weg schon Frieden ist. Das sagte mal Martin Luther. Das ist aber auch schon knapp 500 Jahre her. Ausgangspunkt jeder Bewaffnung ist ja Angst. Angst vor einem möglichen Angreifer. Das heißt, Angst fußt auf Misstrauen. Frieden allerdings basiert auf Vertrauen. Und solange es keine vertrauensbildenden Maßnahmen gibt, wird sich die Rüstungsspirale einfach immer weiter drehen. Lebten wir in der besten, in der allerbesten aller möglichen Welten, dann wären ja alle daran interessiert, den neuen Irrsinn atomarer Bewaffnung dadurch zu verhindern, indem sie freiwillig, also selbst, auf Atomwaffen verzichteten. Das wird aber in absehbarer Zeit nicht passieren. Also muss man sich vor dieser neuen Bedrohung irgendwie schützen. Und die Politik ruft die Wissenschaft auf, löst unser Problem. So frei nach der berühmten Star Wars-Rede von Ronald Reagan vom 23. März 1983. Da sagte der Präsident der Vereinigten Staaten, liebe Wissenschaftler, ihr wart so schlau, uns die Bombe zu bringen. Jetzt seid bitte auch so schlau und liefert uns dafür den passenden Schutzschild. Aber bitte pressen. Das Angstszenario der amerikanischen Streitkräfte. Ein Satellit entdeckt eine startende Rakete. Sie verrät sich durch ihren heißen Strahl. Die Rakete nimmt Kurs auf die Vereinigten Staaten. Alarm wird ausgelöst, doch aufhalten kann sie niemand. Die Explosion in 400 Kilometern Höhe setzt massive Gammastrahlen frei, die in Richtung Erde rasen. Treffen die Strahlen auf Stickstoff- und Sauerstoffmoleküle, so schlagen sie Elektronen aus den Atomen. Eine elektrische Schockwelle rast durch die Atmosphäre. Am Boden entstehen gewaltige Überspannungen. Stromnetze brechen zusammen und mit ihnen die Grundlagen der modernen Zivilisation. Seit es die Bedrohung durch Raketen gibt, versucht man, sie mit anderen Raketen abzufangen. Die Zeugen der Misserfolge sammeln sich im Museum. Das Jahr 1975. Die USA entwickeln das System Safeguard. Mit Atomwaffen soll es angreifende Raketen stoppen, so die Theorie. Doch der Schutz schien furchteinflößender als die Bedrohung selbst. Nach nur einem Tag Betrieb stand Safeguard schon vor dem Aus.
In den 80er Jahren sollen Laserkanonen die Vereinigten Staaten vor Raketen schützen. In publikumswirksamen Tests zerstören sie leichte Flugzeuge. Doch die Systeme müssten vom Weltall aus operieren. Tausende von Shuttleflügen wären nötig, das Material zu transportieren. Mit dem Space Shuttle sind auch diese Träume endgültig ins Museum gewandert. Nun soll eine neue Technik den Durchbruch bringen. Das Kernstück des Systems ist ein raketengesteuerter Rambock. Mit seinen Steuerungsdüsen soll er die Angreiferrakete gezielt anfliegen können. Keine leichte Aufgabe, wenn der Gegner 7-mal so schnell wie eine Gewehrkugel fliegt. Die Mac-Insel im Pazifischen Ozean. Hier wollen Experten den Ernstfall simulieren. Eine Abfangrakete wird für ihren ersten offiziellen Test vorbereitet. Die Anspannung im Kontrollzentrum ist groß. Könnte man die Insel im Ernstfall schützen? Zur gleichen Zeit, fast 8000 Kilometer entfernt, in Vandenberg, Kalifornien. Die Angreiferrakete mit einer Sprengkopf-Attrappe wird startklar gemacht. General Ronald Kadish leitet den entscheidenden Test. Hochrangige Kongressabgeordnete sind erschienen, um den Verlauf zu verfolgen. Und das ist der Plan. Die Angreiferrakete wird von Kalifornien aus zur Mac-Insel fliegen. Noch im Weltraum soll die Verteidigerrakete den Angreifer rammen. Die Interkontinentalrakete beschleunigt innerhalb von 3 Minuten auf die 20-fache Schallgeschwindigkeit. Schon die Erfassung des Ziels ist eine Herausforderung. Die Rakete steigt auf über 500 Kilometer Höhe. Auf der Mac-Insel wird der Angreifer lokalisiert. Jetzt kommt es auf das richtige Timing an. Die Abfangrakete kann nur auf 160 Kilometer Höhe steigen und fliegt dabei halb so schnell wie der Angreifer. General Kadish weiß, den Berechnungen nach müssten die Raketen in wenigen Sekunden zusammentreffen. Doch nichts passiert. Auf die Enttäuschung folgt die Fehleranalyse. Ein Defekt verhinderte die Trennung des Rambocks von der letzten Raketenstufe. Trotz des Rückschlags werden neue Tests angesetzt. Doch Kritiker sehen ein prinzipiell unlösbares Problem. Schon mit einfachsten Täuschkörpern lässt sich der Verteidiger in die Irre führen. Im Weltall sind leere Ballons von einem Ballon mit Sprengkopf nicht zu unterscheiden. Bedampft man die Ballons mit Metall, kann selbst ein Radar nicht mehr in sie hineinblicken. Schon heute arbeiten moderne Raketen mit bis zu 40 Täuschkörpern. Dem milliardenschweren Raketenschildprogramm droht damit das Schicksal seiner Vorläufer. Hier hilft der gesunde Menschenverstand, der leider allzu oft vor der politischen Wirklichkeit kapitulieren muss. Denn es ist doch ganz offensichtlich, ein Schutzschild, das nebenbei bemerkt Milliarden verschlingt, reizt doch einen Angreifer nur dazu, seine Angriffswaffen so zu entwickeln, dass dieser Schutz eben nicht mehr wirksam ist, was wiederum dazu führt, dass das Schutzschild erweitert wird, was wiederum dazu führt, dass der Angreifer seine bereits verbesserten Angriffswaffen noch mal weiter verbessern wird, etc. etc. pp. Und ein System, von dem der Gegner der Meinung ist, es würde die Hälfte seiner Raketen abfangen, wird doch nur dazu führen, dass er sein Arsenal verdoppelt. Und so geben die Länder Unsummen für Rüstung aus. Und die Rüstungsspirale rotiert auf vollen Touren. Ein Irrsinn.
Dabei ist der Schutzschild gar kein Schutz. Und es braucht auch keine Raketen, um eine Gesellschaft in ihren Grundfesten zu erschüttern. Unsere Zivilgesellschaft ist verletzlich. Schon mit schlichten Techniken können selbst kleine Terrorgruppen unseren Alltag komplett verändern. Ihnen genügen geringe Mengen an radioaktivem Material, ein einfacher Sprengsatz und Zugang zu einer geeigneten Stelle für die Zündung. Doch woher könnte das radioaktive Material für eine solche schmutzige Bombe stammen? Georgien 2001. Ein Vorfall alarmiert die Internationale Atomenergieorganisation. In einer Klinik werden zwei Männer mit starken Strahlenschäden behandelt. Angeblich haben die Holzfäller die Nacht im Wald neben zwei warmen Metallkanistern verbracht. Fachleute wollen der Sache auf den Grund gehen. Als sie die von den Männern beschriebene Stelle erreichen, machen sie eine erschreckende Entdeckung. Jeder der beiden Kanister enthält so viel radioaktives Strontium, wie beim Tschernobyl-Unfall über Europa verteilt wurde. Die Strahlungsintensität ist so hoch, dass jeder Experte nur 40 Sekunden lang an der Quelle arbeiten darf, um sich nicht selbst zu gefährden. Schließlich gelingt es, die Kanister in einem Bleibehälter zu sichern. Nachforschungen führen zu einem Bericht aus dem Jahr 1983, der Pläne für einen radioaktiv betriebenen Generator enthält. Laut diesem Bericht wurden Tausende solcher Generatoren gebaut. Bis heute weiß niemand, wo das strahlende Material geblieben ist. Brasilien 1987. In der Stadt Goiânia wird aus einer verlassenen Klinik ein Gerät zur Strahlentherapie entwendet und an einen Schrotthändler verkauft. Als der Händler das Gerät aufbricht, wird radioaktives Cäsium frei. Bald zeigen einige Freunde und Verwandte des Schrotthändlers Symptome der Strahlenkrankheit. Vier von ihnen sterben, darunter seine 6-jährige Nichte. Messungen bestätigen, das Gerät enthielt 93 Gramm Cäsiumchlorid in Pulverform. Die örtlichen Kliniken reagieren schnell und bieten kostenlose Untersuchungen an. Einmal im Körper reichert sich das Cäsium vor allem im Muskelgewebe an. Die radioaktive Strahlung, die es aussendet, kann das Erbgut schädigen. Die Zellen verfügen jedoch über Reparaturmechanismen. Ist die Strahlung nicht zu stark, werden die Brüche im Erbgut geheilt. Nur etwa 20 Menschen, die der Quelle sehr nahe gekommen waren, werden tatsächlich krank. Doch es kommen mehr als 100.000 zu den Untersuchungen. Allein die Angst vor einer möglichen Verstrahlung versetzt die Stadt für Wochen in einen Ausnahmezustand. Als die Nichte des Schrotthändlers auf dem Friedhof begraben werden soll, versuchen Demonstranten, das zu verhindern. Sie glauben, allein der Leichnam könne den Boden verstrahlen. In Goiânia führten Ahnungslosigkeit und Unachtsamkeit zu einer Familientragödie. Was, wenn radioaktives Material gezielt in falsche Hände geriete? Ein Szenario. München. Terroristen gelangen an eine geringe Menge Cäsiumchlorid, etwa 1000-mal weniger als in Goiânia. Ihr Ziel, die U-Bahn. Der Sprengsatz, ein kleiner Feuerwerkskörper. Die Zündung in den Gleisen bleibt unbemerkt. Das radioaktive Material verbreitet sich im U-Bahn-Schacht.
Doch für akute Strahlenfolgen ist die Dosis viel zu gering. Das Risiko für die Passagiere an Krebs zu erkranken, wird sich statistisch um weniger als ein Promille erhöhen. Das wahre Terrorpotenzial der Bombe ist ein anderes. Heute Morgen haben Terroristen in der Münchner U-Bahn eine schmutzige Bombe gezündet. Die Polizei bittet. Sobald die Menschen von dem Anschlag erfahren, macht sich Angst breit. Niemand will sich einem noch so geringen statistischen Risiko aussetzen. Würde sich eine offene Gesellschaft durch solch unbestimmte Gefahren lähmen lassen, hätten Terroristen ihr Ziel erreicht. Angst nagt nicht nur an der Seele des Einzelnen. Angst kann aus einer offenen, friedlichen und toleranten Gesellschaft ein misstrauisches, überängstliches, auf totale Kontrolle abzielendes System machen. Und mit der Entdeckung der Radioaktivität ist ja eine neue Angst in die Welt gekommen. Nämlich die Angst vor dem unsichtbaren Dämon radioaktiver Verseuchung. Die schmutzige Bombe dreut über den sich so sicher fühlenden, hochorganisierten Ländern der westlichen Welt. War der Anschlag am 11. September 2001 schon ein Schock, um wie viel größer wäre er beim Einsatz der unsichtbaren Kernenergie? Aber jetzt mal ein ganz anderer Blick auf dieses Thema. Im Pazifik, also im friedlichen, im stillen Ozean, liegt mitten im Meer eine kleine Insel, ein Paradies. Palmen, Strand, herrlich. Und auf dieser Insel, da wurde ohne Unterlass eine Atombombe nach der anderen gezündet. Das Bikini-Atoll, ein verlassenes Paradies. Auf den ersten Blick erinnert nichts an die Gewalt zahlloser Explosionen. Nur manche Tiere sehen hier anders aus als ihre Artverwandten. Seit 1945 ist dies das wohl größte Freiluftlabor der Welt. Sind die Inseln damit auf ewig verflucht? Das Bikini-Atoll war nicht immer menschenleer. Über Jahrtausende hinweg ernährten sich seine Bewohner von dem, was auf den Inseln wuchs und was das Meer ihnen gab. Doch vor bald 70 Jahren überzeugten amerikanische Offiziere die Insulaner davon, das Atoll für einen angeblich höheren Zweck zu verlassen. Vorübergehend hieß es. Die 167 Bikinianer wurden auf ein Nachbaratoll umgesiedelt. Die Amerikaner wählten Bikini, weil es fernab von allen internationalen Verkehrsrouten liegt. In den folgenden 12 Jahren erschütterten mehr als 20 Atombombenexplosionen die Idylle. Jede davon mindestens so stark wie die Hiroshima-Bombe. Die Schutzmaßnahmen für die beteiligten Wissenschaftler waren nach heutigem Maßstab dürftig. Für die nukleare Forschung waren die Tests im Pazifischen Ozean von enormer Bedeutung. Die Hälfte des damals weltweit verfügbaren Filmmaterials wurde zu ihrer Dokumentierung verbraucht. Doch was hat man tatsächlich aus diesen Experimenten gelernt? Innerhalb weniger Stunden nach der Zündung der stärksten Bombe, Bravo, überstieg die Strahlung auf dem Bikini-Atoll den Wert von 30.000 Millisievert. Die Einheit beschreibt die biologische Strahlenwirkung. Heute gilt ein Millisievert mehr Belastung als unbedenklich. Bereits Ende der 60er Jahre gab es Pläne, die Inseln wieder zu besiedeln. Auf manchen trug man die oberste, noch stark verseuchte Bodenschicht ab, um die Strahlenbelastung zu senken. Der Abraum wurde mit Beton in einem Bodenloch versiegelt. Wind und Wetter verminderten die Radioaktivität im Laufe der Zeit.
Dennoch überstieg die Strahlenbelastung in den 80er Jahren noch immer den aktuellen Grenzwert um das Zehnfache. Heute messen Forscher an den Stränden eine Belastung von deutlich unter einem Millisievert pro Jahr. Eine Wiederbesiedlung wäre zwar möglich, jedoch nur mit Einschränkungen. Der Grund? Die Früchte, die auf den Inseln wachsen, sind mit radioaktivem Cäsium belastet. Ein wichtiger Nährstoff, den Pflanzen aus dem Boden ziehen, ist Kalium. Dieses ist jedoch auf den Korallenatollen Mangelware. Umso begieriger nehmen die Pflanzen das chemisch ähnliche Cäsium als Ersatz auf. Es reichert sich vor allem in den schnell wachsenden Früchten an. Noch immer wird von ihrem Genuss abgeraten. Und so ist das Atoll bis heute ein verlassenes Paradies. Für die Tierwelt ist das ein Vorteil. Ungestört tummelt sich hier eine riesige Population an Riffhaien. Doch es gibt einen Sonderling. Der hier heimische Ammenhai hat im Vergleich zu seinen Artgenossen aus anderen Teilen der Welt eine Rückenflosse weniger. Ob dies die Folge radioaktiver Belastung ist oder eine Laune der Natur, lässt sich laut Experten jedoch nicht mit Sicherheit sagen. Inzwischen entdecken Touristen das Atoll neu. Wer auf heimische Früchte verzichtet, kann hier ungestört und gefahrlos die Natur genießen. Selbst dort, wo Atombomben explodierten, kann sich die Natur wieder erholen. Ob sich die Menschheit jemals von der Entdeckung der Kernspaltung erholt, das steht noch in den Sternen. Wie gehen wir mit wissenschaftlichen Entdeckungen um, die jenseits unseres Horizontes sind, weil sie zum Beispiel aus dem unmenschlichen Reich der Atomkerne stammen? Wie sollen wir uns verhalten? Na, wie Menschen, also vernünftig. Und vernünftiges Handeln basiert immer auf dem Dialog. Also, verhandeln, Vertrauen schaffen, miteinander reden, immer wieder aufeinander zugehen. Ich weiß, das ist mühsam, das kann frustrieren und es ist unglaublich langsam. Aber es lohnt sich, denn zum Frieden gibt es keine Alternative. Und der Wille zum friedlichen Zusammenleben ist die einzige richtige Waffe gegen alle Bomben dieser Welt. In diesem Sinne, wir sehen uns.